Wenn wir wissen, dass die T4 in die T3-Umwandlung in der Leber passiert, dann kann auch die Leber hier Probleme machen, wenn es um die Schilddrüsenhormone geht. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute geht es um die Störungen, die im Körper vorhanden sein können, intern, extern, die dafür sorgen, dass die Schilddrüse dann trotz aller automolekularen Stoffe nicht richtig funktioniert. Die Leber ist ein ganz, ganz wichtiges Organ. Es ist ein Entgiftungsorgan. Es ist aber auch für die Zuckerverstoffwechslung unter anderem wichtig. Und hier kann es dann wirklich auch passieren, dass beispielsweise eine Störung der Leber direkt innen drin eine Umwandlung verhindert von T4 ins T3, aber auch eine Störung in Anführungsstrichen von extern, nämlich ein gestörter Cortisolhaushalt. Cortisol stabilisiert den Blutzuckerspiegel in Hungerphasen. Es ist also an der sogenannten Gluconeogenese, an der Zuckerverstoffwechslung beteiligt. Und dass Stress auf unseren Körper sowieso negative Einfluss hat dauerhaft, das wissen wir. Aber hier kann man es auch biochemisch sehen. Eine dauerhafte Veränderung des Cortisolspiegels sorgt dann dafür, dass die Leber in ihrer Umwandlung dieser Stoffe ein bisschen behindert ist. Und dementsprechend kann sich dann aber auch ein erhöhtes Reserve-T3 zeigen. Eine weitere Belastung, die wir in der Leber kennen, kommt schlicht und ergreifend vom Darm. Der Darm spaltet sämtliche Nährstoffe, die wir aufnehmen. Ist dort ein bakterielles Ungleichgewicht, werden dort aber auch extrem viele histaminartige Stoffe, Schwefelverbindungen, sogenannte biogene Amine gebildet. Die gehen dann in einen direkten Blutkreislauf in die Leber und auch dadurch kann die Leber belastet werden. Zusätzlich ist natürlich auch ein Diabetes, ein klassischer Diabetes, der dann auch hier wieder auch über die Leber aufgrund der Zuckerverstoffwechselung arbeitet, kann dann auch ein Auslöser für eine gestörte Schilddrüsenfunktion sein. Wenn wir im Darm sind, müssen wir immer wissen, gerade so im Hinterkopf behalten, dass wir über den Darm Entzündungsparameter im Körper, sogenannte aber auch Silent Inflammations, also stille Entzündungen, durchaus nachweisen können bzw. ausschließen können. Und hier spielen nämlich auch stille Entzündungen eine ganz, ganz große Rolle bei einem veränderten Schilddrüsenstoffwechsel. Also sollten Sie auch immer daran denken. Ganz wichtig, vor allem für die Frauen, ist, dass man weiß, dass sogenannte exogene Östrogene, auf gut Deutsch gesagt von außen zugeführte Hormone, den Stoffwechsel so weit verändern können, dass auch hier eine Ausschüttungsstörung der Schilddrüse stattfinden kann. Depressionen. Jetzt sind wir wiederum im Gehirn. Ich hatte gesagt, die Hypophyse, der Hypothalamus spielt eine große Rolle, was die Ausschüttung des schilddrüsenstimulierenden Hormons und die Regulation dieses TSH-Wertes angeht. Hier muss man jetzt einfach wissen, dass bei einer Depression es natürlich auch im Gehirn zu Stoffwechselveränderungen kommt und hierbei kann dann auch die Hypophyse bzw. der Hypothalamus in Mitleidenschaft geraten und somit ist die Regulation der TSH-Ausschüttung nicht mehr in Ordnung. Ganz wichtig zu wissen ist, ich hatte eben gerade schon kurz die Entzündungen angesprochen, dass natürlich auch eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, nämlich der Hashimoto, hierbei eine ganz große Rolle spielt. Und wir haben hier in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass es jetzt nicht permanent, um Gottes Willen, aber doch schon gehäuft jetzt vorgekommen ist, dass eigentlich völlig gesunde Schilddrüsenpatienten nach einer Covid-Infektion einen Hashimoto entwickelt haben. Ja, teilweise aber auch eine Thyroiditis, das heißt eine Entzündung der Schilddrüse ohne Antikörpernachweis auf Hashimoto. Ganz wichtig hier nochmal, es ist dann unerlässlich, dass im Darm das sogenannte Zonulin getestet wird. Ein Marker, der uns, sage ich jetzt vereinfacht gesagt, den lymphatischen Entzündungsbereich anzeigt. Eine Infektion, die ich immer wieder erwähne, die eine große Rolle spielt bei dem Hashimoto, ist das Epstein-Barr-Virus. Auch hier sollte man wirklich schauen, ob nicht doch auch Antikörper vorhanden sind. Und das sind jetzt erst einmal grob diese Ursachen, die es sein können, die die Schilddrüse hier einfach nicht richtig arbeiten lässt. Das heißt, auch hier sollte man dann definitiv in der Diagnostik, wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, schauen, sind dort Auffälligkeiten, sind stille Entzündungen im Körper, arbeitet der Darm richtig,
Wie schaut es mit dem Cortisolspiegel aus? Wie ist es mit dem hormonellen Haushalt? Ab wann kam es zu der Schilddrüsenstörung, beispielsweise bei der Pilleneinnahme, was dann eine sehr, sehr enge Assoziation dazu gibt? Und wenn Sie das alles beherzigen, dann können Sie im allerbesten Fall eine Schilddrüsenstörung sehr natürlich behandeln und im schlechtesten Fall wenigstens erst einmal sagen, wo es herkommt und dann im weiteren Schritt schauen, dass das wieder ordentlich reguliert wird. Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin, Ihre Praxis, Ralf Müller-Camus.